meine lieben Planet Coaster Freunde, hier ist wieder euer Gamer Stossi und ich habe heute ein kleines, ja wohl klein, nee, eher ein schönes Spotlight für euch. Ein wahnsinnig schönen Park für alle Leute, die dies auch kennen. Und zwar geht es heute um einen Park mit Avatar. Den Park könnt ihr euch auch im Workshop runterladen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Es ist halt kein Park mit Riesenattraktionen. Mehr halt so auf die Besucherart gesetzt. Und ich würde sagen, den schauen wir uns mal an. Gehen halt so als Besucher hier durch. So, ja, blablabla. So, hier haben wir schon also, welcome. Have a magical day. Ja, und so wie ihr seht, da haben wir schon mal ein riesengroßes, wunderschönes Gebäude. Was schon mal sehr super toll aussieht. Ich muss mal ein bisschen das Gas abnehmen hier. Im kleinen Bereich, wo man halt reinkommt. Frontier, welcome. Auf Pandora. Ja, wisst ihr schon, wo Pandora war? Ja, ne? Denke mal schon. Dann gehen wir mal hier rein. Sehen wir halt das wunderbare Gebäude hier, was er gebaut hat. Ist halt so auf Hotelbasis gebaut, wo halt ein paar Hotels drin sind. Aber wenn man mal so guckt. Hey Leute, das ist doch schon Wahnsinn, oder? Sieht echt hammergeil aus. Allein das hier wirklich so zu bauen, das ist wow. Ja, ich habe geguckt, ob ich die Benachrichtigung da ausstellen kann. Leider nein. Ist hier mehr oder gibt es die so da drin? Ich weiß es gar nicht. Aber das hier ist halt echt geil gemacht. Cool. Moment. Ist das? Das ist eine Mickey. Ja, wie geil. Das ist ja geil gemacht. Also viel ich jetzt weiß, soll das auch wirklich so von Disney von Disney her sein, dieser Eingang hier. Deswegen halt auch die Maus da drin. Und das hat ja echt Wahnsinn gemacht. Muss ich sagen. Wahnsinn. Sieht halt echt genial aus. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, wo wir hier irgendwo reingehen. Hier sitzen die ganzen Leute, da kommen viele raus. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt hier reingeht. Gucken einfach mal, weil ich habe mir diesmal noch... Ach, genau. Ich hätte halt auch noch mal so ein bisschen Hotels gebaut. Ein paar Shops. Richtig schön. Genial gebaut, muss ich sagen. Ne? Also ich bin ehrlich, ich würde sowas nie hinbekommen. Nie. Schön zwar selber an einem kleinen Park dran, aber... Naja. Mehr brauche ich wohl jetzt erstmal nicht zu sagen. Ich werde euch irgendwann auch mal Folgen mit euch machen, wo wir sagen, okay, wir bauen uns jetzt mal einen eigenen kleinen Park auf. Es wird halt dann nur schwer. Das weiß ich jetzt schon. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die Welt hinein. Von Pandora. Genau. Wie gesagt, mein Englisch ist mittlerweile ziemlich eingefroren. Aber so viel ich weiß, soll es halt das Zuhause der Kreation der Menschen sein. Wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an, wenn ihr euch das mal hier so anschaut. Ist das nicht schon Wahnsinn, schon am Anfang? Das ist doch schon wow, oder? Genial. Echt genial gebaut. Wir gehen gemütlich durch den Park. Und die Frage ist, gehen wir jetzt erst Richtung Air Force oder gehen wir erst da hinten rum? Das ist jetzt die Frage. Wir gehen hier rüber, würde ich sagen. Nee, wir gehen da lang. Wir gehen mal Richtung Air Force. Weil der Film selber fängt ja auch in der Air Force an. Guckt euch echt einfach mal dieses Ambiente an, was es hier gibt. Ne? Also, wow. Einfach nur wow. Ich würde sowas echt niemals hinkriegen. Das ist echt einfach der Wahnsinn. Hier brutschelt es und brodelt es. Das ist eine heiße Quelle. Habe ich eben was gesehen? Ach du Entrance, Waiting Time.
145 Minuten. Wow. Also wenn wir hier stehen würden, ne? Guckt euch einfach mal dieses Ambiente an, was es hier gibt. Das ist echt einfach der Wahnsinn. Die ganzen Eindrücke und wow. Ich komme gar nicht mehr aus dem Wow hier raus. Ich habe ein neues Lieblingswort, das Wow. Allein, weißt du, dann sowas hier zu machen, wo man dann durchguckt, man sieht den Wasserfall hier, das, die ganzen Wurzeln hinzusetzen, das ist. Uff. Spinnblatt, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, wo wir hingehen. Also, ich habe mir den Park auch so noch nicht angeguckt. Das ist für mich selber auch mein erster Eindruck und das ist schon Wahnsinn. Jetzt gehen wir hier in eine Tropfsteinhöhle. Also, enge Höhle auf jeden Fall. Die Musik, ey, Wahnsinn. Und alles mit den Steinen hier auszubauen, das ist schon heftig. Das war ein Sound von Back to the Future, oder? Oh, jetzt wird's düsterer. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hier hinkommen. Das ist der Fastlane. Aha. Hier kommen wir jetzt in Bunker rein oder so. Sieht auf jeden Fall mal so aus. Bunker oder Basis, keine Ahnung. Wir huschen einfach mal an den Leuten hier vorbei. Okay. Ups. Da geht's lang. Und sowas gibt's alles in Blanco? Wow. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht, ne? Also. Moment. Das ist das Labor. Da hat er einfach mal so einen riesen Avatar hingesetzt. Aber nur einen. Okay. Wow. Ist das jetzt hier alles nach Warteschlange oder ist das Ausgang? Heftig. Echt heftig, ey. Ah, ne, das ist dann die. Ah, das ist dann die Fastlane, alles klar. Das ist schon Wahnsinn. Wir sind noch nicht mal richtig in der Bahn und ich bin jetzt schon baff. Da ist was kaputt gegangen. Bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier für eine Bahn erwartet. Also das ist schon wow. Wenn das hier schon alles so Wahnsinn ist, wir warten jetzt einfach mal gerade mit. Ich würde sagen, wir gucken auch so. Ich werde mir das anschauen. Und wir so schauen uns das zusammen an. Das ist die Air Force, wie ihr seht. Ich halte aber dann auch während der Fahrt die Klappe. Weil ich würde sagen, wir genießen das und besprechen das auch dann am Ende zusammen. Das ist wow. Bis jetzt bin ich echt schon geflasht. Wir setzen uns einfach schon mal rein. Sind der Special VIP. Gut, meine Lieben, ich würde sagen. Genießt die Fahrt, wir sehen uns gleich.
Wow, was für eine Bahn. Heftig. Also, Thematisierung war hier wirklich angebracht, ne? Also, das war schon heftig. Wow. Das ist mein neues Wort. Wow. Sowas hinzukriegen, das ist schon echt Wahnsinn. Hier so ein bisschen shopmäßig was gesetzt. Ich will jetzt wissen, was da oben ist. Ja, cool, die Leute können auch hier hoch. Ah, guck mal, da sitzen sie wieder. Okay, jetzt hauen sie alle ab. Wir haben sie erwischt. Aber das ist schon genial gemacht, muss ich sagen. Du sind die Base, sag ich jetzt mal. Hier reingesetzt. Schon genial. Gut, das war unsere erste Fahrt. Also ich muss sagen, die Fahrt war genial. Auch von der Sache her. War es echt schon genau. Sessions und live. Other Gems await of you. Aha. Na dann. Mal abwarten. Wo geht's denn jetzt als nächstes hin? Food? Darüber? Earth Kingdom? Gehen wir jetzt. Wenn wir jetzt hier rumgehen, wo kommen wir denn da lang? Ich glaube, da kommen wir wieder runter, gell? Da, wo der Eingang war. Oder? Ich weiß es nicht. Ja, doch, da hinten kommen wir wieder zurück. Okay, alles klar. Naja, kennt ihr die Felsen? Stellen wir uns mal ein bisschen anders dahin. So. Ja, genau. Allein diese Felsen nachzubauen, wisst ihr? Das ist schon Wahnsinn. Das ist ja da, wo sie dann später, wo er seinen komischen Vogel da kriegt. Keine Ahnung, wie die Viecher jetzt heißt. Benji oder sowas. Keine Ahnung. Wenn ihr das wisst, schreibt mir mal in die Kommentare. Ich hab's leider vergessen. Dann hier ab und zu so ein paar Akzente reingesetzt. Wir gucken uns den Park auch später mal von oben nochmal im Dunkeln an. Wo geht's denn hier hin? Mhm. Ach so, ja, er hat ja gerade hingeschrieben. Hier geht's in Richtung Food. Ja, da sitzen sie auch wieder. Da können sie sich dann hier ihr Essen holen und so. Cool gemacht. Ach, hier haben wir wieder was zum Warten. Was haben wir denn hier? Waiting Time. Keine Ahnung. Es wird also nicht gesagt, was es ist. Entrance. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal gucken, was wir hier als nächstes haben. Hier ist auch schon wieder so, uff, wahnsinnig. Genial gebaut. Nee, wir gehen lieber hier durch. Wow. Wahnsinn. Was soll also, denke ich mal, jetzt Awa darstellen? Genau. Awa war ja so gesehen. Cool, Wasserfall hier drin. War ja so gesehen die Mutter der Mutter. Also Mutter aller, sage ich jetzt mal. Und das hat er echt. Wow. Genial. Was ist das hier? Ich würde mal sagen, wartet mal. Ich gucke jetzt mal was. Ich stelle es mal gerade auf Abend um. Euch das an, ey. Wow. Das ist schon wow. Und hier so diese Glühwürmchen, die dann halt auch darstellen. Echt genial. Ja. Hier ist das irgendwas zusammengebrochen. Okay. Warten wir mal auf die nächste Bahn, die jetzt ankommt. So, wieder ein kleiner Coaster. Ich stelle es mal auf schnell. Hoffe, dass er gleich ankommt. Da ist er doch. Ah, eine Drehdingsbahn. Nein. Wie gesagt, da ist jetzt. Ich hab's nicht mit den Namen. Wenn ihr wisst, wie es heißt, sagt's mir gerne in den Kommentaren. Ich weiß nur eins, diese fahren mir so. Damit wir auch was miterleben. Können sie auch so fahren? Ja, sagen wir, fahren mal so. Warten wir mal, bis alle hier drin sind und es losgeht. Schauen wir noch mal vor. Okay, und jetzt halte ich wieder die Klappe. Bis gleich. Wenn ich schon unterwegs rede, sagt es mir. Aber jetzt halte ich erstmal die Klappe.
Okay, es war eine kleine Fahrt, aber es war cool. Schön smooth die Bahn, kann man lassen. Jetzt sind sie raus. Ach, da geht's raus. Und was ich sagen muss, habt ihr auch das hinten gesehen, was ich jetzt gesehen habe? Den Hauptbaum, sag ich jetzt mal, also das Haus von Awa. Das sah doch mal wow aus, oder? Schon wieder dieses Wow. Ich komme gar nicht mehr hier raus. Ich liebe halt einfach eine Pandora. Ich war schon immer ein Fan von jeder Sache. Aber so wie es aussieht, müssen wir jetzt den Weg wieder zurück. Ja. Wir müssen den Weg wieder hier zurück. Das ist echt geil. Da, seht ihr? Da ist es wieder. Sowas allein zu bauen. Ich denke mal, das ist auch Terraforming, was er da gemacht hat. Und das ist schon wahnsinnig, ey. Wie man das aus Terraforming hinkriegt. Allein auch den ganzen Berg hier noch zu verkleiden und zu machen. Das ist schon echt genial. Whoop. Guck mal allein jetzt hier. Guckt euch das einfach nur an. An jedes kleine Detail wird hier echt geachtet. Also diese Special Blumen, sage ich jetzt mal, und alles, was hier drin ist. So wie es sich halt für Pandora gehört. Es ist halt ein Park, wie gesagt, da gehen wir durch und haben halt diese Eindrücke überall. Und das ist schon genial gemacht. Nein, ich weiß gar nicht, gibt es die hier auch? Oder ist das jetzt alles... Ah ne, das ist ja die gruselige Ranken, okay. Daraus halt eine Brücke zu bauen, ist schon cool. Geht's denn hier lang? Gehen wir hier lang? Wir gehen hier lang. Oder? Sollen wir gehen mal hier lang? Gucken, was wir hier haben. Da haben wir noch ein Toilettenhäuschen. Ach, hier kommen wir in so eine kleine. Kleines Dorf. Oder was? Moment. Hier haben wir jetzt natürlich wieder diesen geilen Ausblick auf diesen Felsen, was echt genial aussieht. Was geht's denn hier lang? Und nochmal ein Shop. Ich habe hier gerade noch irgendwas. Da. When you see light in dark, you will walk through the wall. Hä? Was ist mit dunkel? Wow! Guckt euch das an. Ist das nicht Wahnsinn? Jetzt mal ohne Mist. Das ist doch mal genial. Wow. Richtig nice. Können wir uns mal genau hier hinstellen. Guckt euch das an. Lasst es auf euch einwirken. Das ist Wahnsinn. Das ist richtig wahnsinnig genial. Na, gehen wir mal hier weiter. Ich würde sagen, wir gehen einfach wieder an den Anfang. Wo wir hier über die Hauptbrücke gekommen sind. Aber wo war das? Earth Kingdom. Ich will jetzt einfach mal wissen. Da war sie. So, hier sind wir ja anfangs drüber gegangen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Was haben wir hier? Mystical River. Wir gehen jetzt mal hier lang. Weil irgendwie... Denke ich, das ist der richtige Weg. Geil. Sind die auch beleuchtet? Ja. Cool. Also im Dunkeln kommt der Park irgendwie genialer rüber, finde ich. Zum auf Dunkel lassen. Also wir gehen im Dunkeln hier weiter. Diese Beleuchtung. Da kommt also richtig das Flair von dem Film auch jetzt rüber. Achso, hier ist jetzt nur eine Bahn. Okay. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja nachher hinten irgendwo raus. 115 Minuten. Wenn wir hier stehen. Guckt euch das mit dem Licht an. Das ist schon heftig. Wenn man das so sieht, dann guck mal hier. Wie genial das ist. Ist dann so gesehen dieser Avatar hier drin. Das ist schon cool gemacht.
Und da hinten ist ein Hütchen. Ich glaube, da kommen wir gleich bestimmt noch durch. Das ist alles Warteschlangenbereich hier. Mit dieser Beleuchtung, ey. Wahnsinn. Haben wir wieder diese heiße Quellen, wo alles am Rausputscheln ist. Hui. Allein solo die Warteschlange zu thematisieren, das ist schon genial. Da haben wir wieder einen Wasserfall. Also kleine Sachen. Was heftig ist halt, wie gesagt, wirklich diese Beleuchtung. Ne? Also die ist, boah, die haut mich weg. Man kann wissen, womit er das gemacht hat. Ob es jetzt mit normalen Lichtern oder mit den Flutlichtern ist. Das kann man doch eigentlich sehen. Oder? Nee, kann man gar nicht sehen. Ich weiß, er hat hier unten irgendwo ein Licht. Aber wo? Keine Ahnung. Okay. Das würde mich halt mal echt interessieren. Wie kriegt man so eine geniale Beleuchtung rein? Das ist Wahnsinn. Echt, also ganz andere Welt, ganz anderes Feeling, finde ich jetzt. Ups. Na gut, wir quetschen uns jetzt einfach mal hier hier durch. So. Hier stehen sie auch alle schon an. Bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Eine Wasserbahn. Eine Raftingbahn. Mystical River. Hoppala. Wollen wir schon den Anfang haben? Hier haben wir einen am Anfang. Sehr schön. So, hier nehmen wir dann wieder die Umkreisenkamera. Und wir sagen, hier genießen wir jetzt genauso mal die Fahrt. Und ich halte die Klappe. Also sorry, ich kann hier gerade nicht die Klappe halten. Seht ihr das, was ich auch sehe? Das ist doch, ey, genial, oder? Sind jetzt so gesehen im Herz des Baumes, in der Folge, wo halt diese kleinen Dinger halt sich überall auf ihn hinsetzen. Die schweben dann hier rum, wie ihr seht. Hat auch alles selber gebaut. So im Herzen von Ewa. Das ist, wow. Genial. Also das muss man erstmal so hinbekommen, ne? Also ich finde, das sieht echt so heftig aus. Und dann dieses Dschungelgeräusch hier drin, das kommt hier halt richtig geil zur Ambiente. Da seht ihr sie wieder, da fliegen sie. Echt cool gemacht. Wahnsinn. Da haben wir Ewa, also der große Baum. Wo da alles dran hängt, ey, das ist... Achso, die haut mich echt weg. Der ganze Park hier. Das ist schon eine richtig große Hausnummer, muss ich sagen. Allein auf die Idee zu kommen, das dann so zu platzieren. Das ist heftig. Dann glaube ich gleich noch einen Bereich, wo wir gleich hingehen. Gehen wir jetzt wieder hoch. Sind wir schon durch, oder?
Hoppala. Da sieht man halt die Warteschlange. Muss er halt überall herfahren, ne? Allein das so zu bauen, das halt echt aussieht wie eine richtige Höhle, das ist schon... Chapeau, muss ich sagen. Oh, wir sind durch. Wow. Also das muss ich sagen, das war eine Hammerfahrt. Mit den Eindrücken vom Licht und allem. Ja, mal hier raus. Hier halt auch wirklich das so gehalten. Die ganze Höhle nochmal selber ausgeschmückt, das ist schon genial. Aber wieder ein kleiner Speicherpunkt. Ah. Okay, dann kommen wir hier also dann raus. Alles klar. Wo ist dann halt dann da? See the dark und also die Geschichte halt, ne? Dann gehen wir mal hier rum. Ah, nee, das war's. Wir sind durch. Von dem Park. Okay. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Also ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gemacht. Aber es ist halt echt so ein geiler Walkthrough. Durchlaufpark, Spotlight, hammergeil. Also, das muss man schon sagen. Haben wir dann noch die Werke. So war Ride-Fotos. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch auf jeden Fall gefällt, lasst auf jeden Fall mir gerne ein Like da. Und wenn du noch kein Abonnent bei mir bist, gerne. Lasst mir ein Abo da. Ich freue mich riesig. Und ja, bis dann würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder, so schnell wie möglich. Ich habe noch so ein paar schöne Parks für euch, die ich gefunden habe. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Denkt dran, Abo nicht vergessen und auch gerne das Like da lassen. Vielen Dank und bis dann, ihr Lieben. Tschüss.